Hallo Leute und herzlich willkommen. Ja, es ist eine Weile her. Ich habe jetzt letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen und was gibt es Besseres, als in diesem Zustand ein Informationsvideo aufzunehmen? Woohoo! Okay, ich habe mir Folgendes überlegt, da mein letztes Projekt schon eine Weile her ist und ich eigentlich noch viele, viele Sachen ausständig habe, aber gerade, wie schon öfters erwähnt, keine Zeit dafür habe, ist mir was Neues eingefallen. Und zwar ein Projekt, das möchte ich jetzt in den nächsten paar Tagen vorantreiben, beziehungsweise in den nächsten 2 Wochen, um genau zu sein. Das läuft folgendermaßen. Mir ist da so eingefallen, dass Leute eben gefragt haben, okay, wann machst du mal wieder einen Livestream? Und ich habe dann natürlich also natürlich, in meinem Kopf ist das logisch drauf geantwortet. Ich bin mit der Qualität nicht zufrieden, denn die Qualität beim Streamen ist doch vor allem bei Online-Games ziemlich, ziemlich weit unten. Gut, deshalb streame ich aktuell nicht, weil die Qualität zu niedrig ist. Gut, aber dann dachte ich mir, also irgendwie würde ich schon gerne mal wieder einen Livestream machen. So. So weit, so gut. Nun zu Teil 2 des Plans. Also, ich werde Livestreams machen. An der Zahl werden es höchstwahrscheinlich 3. Ich werde versuchen, die nächste Woche anzusiedeln. Ich weiß noch nicht genau wann. Montag und Dienstag fallen, denke ich, aus. Die Livestreams werden täglich von 18 bis 21 Uhr laufen. Und das Projekt stelle ich mir folgendermaßen vor. Ich werde mir jetzt dann ein Game aussuchen. Ich weiß noch nicht welches, ich habe da ein paar zur Auswahl. Das werde ich dann im Livestream tatsächlich zocken. Und zwar in jedem Livestream fortführend. Das heißt, wenn wir 3 Tage mit je 3 Spielstunden haben, das heißt 9 Spielstunden für ein Game, das müsste ganz gut hinkommen. Und für YouTube werde ich das Ganze dann nochmal zusätzlich aufnehmen und dieses Footage dann hochladen. Wahrscheinlich in, sagen wir, ungefähr 1-Stunden-Parts. Dauert für mich zum Hochladen ein bisschen. Aber ich schätze mal, das stört weniger. Dann habt ihr wieder mal Content und ich bin auch zufrieden. Gut, das war's auch mit der Info. Ein übermuteter Hubi meldet sich nun ab. Ciao, Leute.